Hallo, einige kennen mich schon. Ich bin der Andreas, zurzeit verantwortlich für die Drinks Bar am Heumarkt. Wir befinden uns noch in einer fast fertiggestellten Baustelle, wie ihr vielleicht hinter mir sehen könnt. Wir sind aber am besten Wege, am Ende des Lockdowns wieder für euch da zu sein. Ja, zu meiner Rechten mein guter Kollege. Hallo, ich bin der Michi. Ich werde euch heute ein bisschen was über Canadian Whisky erzählen. Ich würde einfach mal anfangen, was ist Canadian Whisky? Also Canadian Whisky ist großteils ein Blended Whisky aus hauptsächlich Korn, ein bisschen Rye, Roggen und Gerste. Das macht den Canadian Whisky zu einem sehr sanften und leichten Whisky im Vergleich zu anderen Whiskys, ja. In Kanada, wenn man spricht in Kanada Canadian Whisky und Rye Whisky, das bedeutet in Kanada ist es das exakt gleiche Produkt. Zur Geschichte vom kanadischen Whisky. Es hat sich so entwickelt, dass im 18. und 19. Jahrhundert die Getreidemühlen in Kanada begonnen haben, auch zum Destillieren, dass sie quasi vom Mahlen kein Abfallprodukt haben. Das waren aber damals wahnsinnig starke und raue Whiskys, nicht gealtert. Dann war 1890 das erste Land, das ein Aging eingeführt hat. Quasi es gab ein Gesetz, dass der Whisky mindestens 2 Jahre lang in Fässern gelagert werden muss, dass das einfach weicher und genießbarer wird. Ja, es gab dann in Kanada von 1918 bis 1920 eine Prohibition, wo natürlich der Schwarzmarkt florierte. 1920 war in Kanada die Produktion vorbei und da ging sie dann in den USA los. In den USA war die Prohibition von 1920 bis 1933. Das war gut für die kanadische Whisky Industrie für den Whisky-Markt, weil natürlich hauptsächlich kanadische Bootleggers, Schmuggler den Whisky in die USA gebracht haben. Und somit war das ein Zeitalter, wo der kanadische Whisky geboomt hat, obwohl es illegal war. Das ging noch ein paar Jahrzehnte mit dem Boom des kanadischen Whisky-Marktes, bis sich dann der Konsument entschieden hat, oder es hat sich so dahin entwickelt, dass weiße Spirituosen wie zum Beispiel Wodka in den 1970er, 1980er, 1990er Jahren einfach populärer geworden sind und durch das der Whisky-Markt und auch natürlich der kanadische Whisky-Markt ein bisschen geschrumpft ist. Daraus resultierend haben dann große globale Firmen viele der kanadischen Destillerien aufgekauft. Wie er sagte, einige Große haben also dann die Kleinen aufgekauft und zum einen wirklich sehr schade, aber zum anderen sehr schön ist natürlich Signal Hill zum Beispiel einer der Kleinen, die sich bewahrheitet haben, die sich durchgesetzt haben und jetzt schon ganz tolle Produkte oder das ganz tolle Produkt Signal Hill Canadian Whisky auf den Markt gebracht haben. Ja, Signal Hill zum einen wollen wir uns vielleicht anschauen. Es befindet sich in St. John's, Newfoundland. Ja, und Signal Hill war auch eine recht schöne Geschichte. Ja, nämlich dort wurde 1901 relativ gegen Ende das erste Wireless-Signal empfangen. Das wurde gesendet aus dem UK und das ist auch genau dort, wo diese Destillerie sich befindet. Ja, und heute ist es so, dass man dort wunderschöne Canadian Whisky produziert. Ja, Signal Hill also hat sich bewahrheitet in 2014 war das. Und da haben sie auch niemand anderen als wirklich Award-winning Michael Booth engagiert, um hier als Master Distiller für Signal Hill zu wirken, um dieses schöne Produkt auf den Markt zu bringen. Ja, und wie wird Signal Hill eigentlich produziert?
Das Tolle an St. John's, Newfoundland, hat ein wunderschönes Gebiet, geografisch gelegen, fantastisch, tolles Gletscherwasser, mit dem Signal Hill auch hauptsächlich produziert wird. Hier setzt man auf zwei Verfahren, ja, zwei Methoden und zweimal auch gereift. Ja. Es ist hier, dass Signal Hill zum einen darauf setzt, den Mais in Column Stills zu destillieren, was einen viel smootheren, runderen Ertrag hat am Ende. Und zum anderen die Gerste, die in Pot Stills destilliert wird, um einfach der Gerste mehr die Kraft, die Flavorness zu geben, sozusagen. Und diese werden dann auch getrennt, auch gereift. Zum einen natürlich im kanadischen Fass, danach weiter in einem New American White Oak Fass und am Ende in einem sehr stark gecharrten Whisky Bourbon Fass. Das Ganze für 3 bis 5 Jahre in etwa, bis dann Signal Hill in die Flasche kommt letztendlich. Wichtig natürlich nicht zu vergessen, auch bevor er wirklich am Ende auch in die Flasche kommt, hier das Filterverfahren und in dem Fall besonders eben ein Non-Chill-Filtering. Im Üblichen würde man jetzt ein Chill-Filtering verwenden, um Ethylen, also die ganzen sehr aggressiven Stoffe, die überbleiben würden, um diese herauszufiltern. Ja? Das hat man bei Signal Hill nicht in dem Fall. Hier um einiges aufwendiger, das Non-Chill-Filtering, um aber auch einfach mehr Geschmack von Signal Hill, von dem einzigartigen Canadian Whisky auch wirklich beizubehalten. Danke, lieber Andreas, dass du uns den Signal Hill Whisky so gut erklärt hast. Und ich denke, jetzt sind wir bereit, dass wir den Whisky verkosten und probieren. Freue ich mich schon drauf. Gut, wir haben die Gläser schon ein bisschen voraviniert, mit dem Whisky ausgespült. Kollege. Ich danke sehr. Also auffallend in der Farbe schon mal sehr, sehr schönes Bernstein. Leicht ölig. Ganz toll, also was als erstes auch schön in die Nase sticht, ist eine weiche Rosine. Sehr, ich habe ein bisschen eine Pflaume, Kirsche kommt durch. Schön, schön. Dörr-Übstig könnte man sagen. Genau, getrocknetes Ja. Obst. Ja, ich probiere jetzt mal, ja. Unbedingt. Unbedingt. Salute. Also, ihr werdet es mir wahrscheinlich ansehen, ja. Ist ein sehr weicher Whisky, ja. Sehr warm. Hat eine schöne Süße am Anfang, kommt wahrscheinlich vom Korn. Wie empfindest du denn? Ja, die Süße eindeutig, das merkt man als allererstes am Gaumen. Dann spiegeln sich eigentlich sehr schön die Noten aus der Nase dann sofort wieder bis zu einem lang anhaltenden, sehr runden Abgang. Ja, wie gesagt, er beißt nicht. Also hier sind wir wieder eben bei dem Non-Chill-Verfahren, wo man normalerweise auch eben diese Ethylen-Gerüche und Geschmäcker einfach reduzieren möchte. Und das haben sie aber mit ihrem Non-Chill-Filtering sehr gut eigentlich auch umgesetzt, dass man hier das trotzdem reduzieren hat können, aber dennoch diesen wirklich schönen Geschmack, der wirklich auch sich wirklich
intensiviert weiterführt, gut halten kann. Ja, also fast unüblich für Canadian Whisky, könnte man sagen. Ja, wirklich schon eher was Einzigartiges auf jeden Fall. Ja. Absolut, ja. Diese schönen Vanille- und Honigtöne, was man vielleicht in erster Linie vom Bourbon her kennt, resultiert wahrscheinlich vom Bourbon-Fass, von diesem stark verkohlten, heavily charred Bourbon-Cask. Also für mich ein sehr, sehr gelungenes Produkt. Gefällt mir gut. Ja, ich habe immer noch diesen tollen, warmen, vanilligen, dörrobstigen Geschmack im Mund. Da kommt mir gleich ein Cocktail in den Sinn, der heißt Paper Plane. Wurde in den USA entwickelt, ist ein New Modern Classic Cocktail aus den, ich würde mal sagen, vor 6-7 Jahren. Kann ich mir mit dem Signal Hill sehr gut vorstellen. In dem Fall würde der Drink bestehen aus 4 verschiedenen Zutaten, alle Zutaten die gleiche Menge. Wir sprechen von 2,5 Cl pro Drink. Signal Hill Whisky, Amaro Nonino, dann Aperol und frisch gepresster Zitronensaft. Drink heißt, wie gesagt, Paper Plane, hart geschüttelt, straight up in der Schale. Ich glaube, der Amaro, der Aperol unterstützt den Signal und holt ihn im Drink nochmal richtig toll raus, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also bitter, süß, sauer. Das wäre meine Cocktailempfehlung für den mit dem Signal Hill Whisky. Was schwebt dem Andi vor? Ja, also zum einen auf jeden Fall, zum anderen ich wage mich fast zu behaupten, dass ich kein großer Cocktailtrinker bin. Nein, wie würde ich Signal Hill trinken? Genauso. Genauso. Es ist auch ein wunderschönes Sipping Whisky, dennoch, ja. Man könnte fast sagen, ja, die Zeiten sind vorbei, wo man wirklich nur Single Malts, Scotch und ähnliche immer nur als Sipping Whiskys angesehen hat. Und da sind einfach viele andere mittlerweile auch auf einem guten Weg. Ja? Und das ist ein wunderschönes, tolles Beispiel dazu. Ja? Und dabei bleibe ich auch. Ja? Das und eventuell ein Glas Wasser, Eiswürfel, sehr viel Eis, herrlich. Und ja, abschließend danke Alex, dass du da warst, danke Vienna Distribution und danke auch an Vienna Distribution, dass sie so ein tolles Produkt zu uns nach Österreich, nach Wien gebracht haben. Wir waren sehr begeistert, den zu verkosten und über die Geschichte zu lernen. Man kann es nur weiterempfehlen. Ja, abschließend darf ich noch sagen, bitte subscriben. Da. Wo ist der Like? Like, subscribe, hier. Ja, auf jeden Fall verfolgt uns weiterhin, verfolgt gerne auch Drinks am Heumarkt. Wir werden nach dem Lockdown dann gerne für euch da sein, mit einiges am Programm und mit vielem, was euch noch erwarten könnt, einer schönen Cocktailkarte. Ja? Vielen Dank. Danke, bis bald.